Hier sind wir wieder zurück bei der Stuttgart Open 2010, hier auf unserem Center Court im Sportcafé Carambolage in der Rotebühlstraße. Und wir haben hier ein Match, ein absolut entscheidendes Match hier für euch zwischen Bernhard Kuckertz und Simone Künzel. Und ich weiß nicht, ob unsere Akteure das wissen, aber die Konstellation in der Gruppe ist ziemlich eng. Also, ich weiß gar nicht, ob ich da vorgreifen soll, aber na gut, der Schiedsrichter baut jetzt eh auf hier und die Situation ist die, dass überraschenderweise hier der Gruppenfavorit ausgeschieden ist. Zwar noch nicht offiziell, aber von den Punkten her, so wie die Konstellation in der Gruppe ist, wir spielen ja Fünfergruppen und jeder gegen jeden, so wie die Konstellation ist, wird es wohl der Gruppenfavorit Jakob Belka nicht mehr schaffen. Wäre damit vorzeitig draußen. Gruppenerster steht schon fest mit Danilo Radenovic. Und hier haben wir jetzt quasi das Match um den Gruppenzweiten Platz. Und die Zweitplatzierten in jeder Gruppe haben ja die Chance, über einen Shootout ebenfalls noch in die Zwischenrunde einzuziehen. Und das ist jetzt einerseits Simone Künzel, allerdings leichte Vorteile liegen hier bei Bernhard Kuckertz, denn ihm reicht der einfache Sieg, während Simone Künzel hoch gewinnen muss. Das heißt, 5-0 ist okay für Simone, 5-1 ist okay für Simone, 5-2 ist okay für Simone, 5-3 ist nicht mehr okay für Simone. Also, durchaus spannende Situation hier. Wir werden mal sehen, wie lange wir die Spannung hier aufrechterhalten können. Und zu den beiden Akteuren hier. Bernhard Kuckertz kommt aus Martinsried bei München, vom BSC Martinsried. Und ihm ist das Kunststück gerade vorhin gelungen, dass er gegen Jakob Belka gewinnen konnte. 5-3. Die Ergebnisse der einzelnen Partien müsstet ihr eigentlich ebenfalls ablesen können, hier in unserem Stream, während sich Bernhard direkt mal hinter der 10 ein wenig versteckt hat. Darüber hinaus ist der Chat hier geöffnet, falls also irgendjemand im Chat sein möchte und da reingeht, dann kann er auch per Chat Fragen stellen, Kommentare ablassen und ja, vielleicht kann ich darauf eingehen. Okay. Korrekter Stoß aus der Situation, gar nicht so leicht und damit Action für Simone Künzel. Und Simone Künzel ist ja natürlich hier ortsansässig. Sie lebt und spielt hier in Stuttgart und sie ist x-fache Landesmeisterin bei der, in der Jugend gewesen. Elffach, auch wenn sie jetzt gerade die 3 verschossen hat, ja, ändert das nichts dran, dass sie 11-mal Jugendlandesmeisterin war und jetzt ganz frisch bei den Damen gestartet, ebenfalls sich gleich einen Damen-Landesmeistertitel geholt hat und 3-mal auch die deutsche Meisterschaft bei der Jugend gewinnen konnte, als auch einen 3. Platz bei der Europameisterschaft. Und so wieder Bernhard Kuckertz. Schwierige 3 gelocht. Schwierige, naja, mittelschwierige Position. Wieder so ein typischer mittelschwerer Ball. Und die muss man besonders viel Sorge tragen. Da schleichen sich oftmals Beine, hat man es hier wieder gesehen. Ein paar naja, Nachlässigkeiten ein. Und plötzlich landet so ein Ball, bleibt vor dem Loch da liegen. Das ist natürlich suboptimal. Aber hier sieht es aus. 6, 7, 9, 10. Von Bernhard Kuckertz hier das erste Spiel einsammeln wollte und das mindert natürlich die Chancen unserer Simone, die ja mindestens einen 5-2-Sieg braucht, um hier weiter bei der Stuttgart Open überleben zu können. Bernhard Kuckertz in der Landesliga in Bayern tätig, hat übrigens auch einen Spitznamen dort. Ja, so ein Insider hat er mir gesagt,
Bande Bande Bernhard. Das ist der Spitzname. Bande Bande Bernhard, weil er so unglaubliche Sachen scheinbar über Bande macht. Mal sehen, vielleicht kriegen wir davon was zu sehen. Vorhin ist er schon mal gut aus seinem Safe rausgekommen, aus seinem eigenen Safe. Und hier mit der 10 dann letztlich die 1:0 führen über Simone Künzel. Zwischendurch, wenn der Chat hier am Laufen ist, bevor ich rausfliege, muss ich selber immer mal irgendwas hier reinsetzen. Und wenn es nur ein Smiley ist, ups, jetzt bin ich schon rausgeflogen. Zu spät mein Smiley gesetzt und schon bin ich raus. Also, vergesst das mit der Frage. So, übrigens unser Schiedsrichter hier, Pepsi. Unser Schiedsrichter, der sich hier mit dem Magic Ball Rack vergnügt, um ein perfektes 10-Ball-Rack aufzubieten. Bernhard Kukac on a break. Ziemlich weit außen. Viele Spieler gehen mehr näher an diesen Kopfpunkt, aber er hat das Reck an sich auch sehr weit außen getroffen. Es sah fast so aus, wie wenn er gar nicht versuchen würde, es so voll wie möglich zu treffen. Und dann ist natürlich eine Einladung für Simone, jetzt vielleicht mal einen kleinen Save folgen zu lassen. Die 1. Das hat sie versucht, die Weiße hinter die 4. Ich hätte jetzt vielleicht eher versucht, die 1 dünn anzuspielen, dass sie runter, rüber auf die andere lange Seite der langen Bande kommt. Also die andere lange Bande gegenüber, hinter 5, 6, 9 und die Weiße runterschicken. Das wäre jetzt meine Safe-Option gewesen. Und hier, Bernhard konnte sogar direkt die 1 versenken. Hat Position auf die 2. Dann haben wir 3, 4, 5, ja, ich bin auf dem Chat draußen, ja. Ich sehe nichts. Also Chat sehe ich momentan nichts, falls ihr Fragen habt. Vielleicht ändert sich das aber noch. Okay, das ist eine ziemlich große Entfernung auf die 4. Sicherlich keine Wohlfühlposition. Also ein echter Tester jetzt, vor allen Dingen die Position, die muss wirklich echt perfekt gelingen. Ein bisschen rechts aus unserer Sicht von der Mitte raus. Ja, ist ziemlich zentral, also nicht perfekt. Das heißt, er kann die Carambolage nicht vermeiden. Wenn er die 5 reinspielt, wird die Weiße hier zwischen 6 und 9 reinrauschen. Und da muss er jetzt natürlich aufpassen, das richtige Speed zu finden, um die Kontrolle zu bewahren. Von der Weißen in Position auf die 6. Wir wissen, was alles schief gehen kann, aber es kann auch einiges gut gehen. Doch hier sieht es eher so aus, wie wenn es schief gegangen ist. Ich glaube nicht, dass er die 6 noch so dünn reinspielen kann, direkt in die Mitte. Und wenn er sie lang spielt, direkt lang, geht die Weiße normalerweise ab in die Mitteltasche. Okay, es gibt einen Trickstoß, da kann man das vermeiden. Ja? Wenn man die Weiße ein bisschen springen lässt an die Kante von dieser Mitteltasche, dann kommt sie wieder raus, aber es liegt tatsächlich perfekt so. Es liegt perfekt so, wie wenn man den Trickstoß machen kann. Aber Trickstoß, vergesst den Trickstoß, ist natürlich Unsinn. Das wäre höchstens was für mich. Aber die 6 sagt er als Banker. Knapp. Aber knapp. Knapper Bandenstoß hier von Bande Bande Bernhard. Wie sein Spitzname lautet. Und die 6 ist zumindest mal in Sichtweite für Simone. Allerdings, ob die noch direkt an der 10 vorbeigeht, muss ich selber genau gucken. Ich glaube ja. Sehr schön gemacht. Und die 7 sogar noch vorgelegt. Das heißt, optimale Ausgangsposition für Simone Künzel hier, ihre Chancen auf den Verbleib in der Stuttgart Open sicherzustellen.
Die Stuttgart Open, sicherlich nicht irgendein Turnier, sondern inzwischen ein sehr etabliertes Turnier hier in der deutschen Turnierlandschaft. Top-Turnier mit Added Money. Und hier ziemlich lange 9. Braucht schon ein bisschen Action jetzt, die Weiße zurückzubringen. Zur 10, vor allen Dingen zu wenig Winkel. Das heißt, entweder halten auf der einen Seite oder genug Druck, um auf die andere Seite zu kommen von der 10. Wenn man sich nicht so richtig entscheidet, dann wird es auf jeden Fall so ein Zwischending. Aber okay, keine leichte 10. Keine leichte 10. Simone Künz. Sie braucht diese 10. Und sie hat sie. Und damit steht es 1-1 in unserem Match auf 5 Gewinnspiele. Gewinner Gewinner Braid. Ich kam gerade die Durchsage, dass der Grill in einer halben Stunde schließt, was ich natürlich sehr bedauerlich finde. Nein, nein. Und ja, wie wir bereits sagten, also überraschenderweise ist Jakob Belka rausgeflogen aus dem Turnier, überraschend. Eigentlich Gruppenfavorit gewesen und auch ein Mitfavorit auf den Turniersieg, kann man sagen. Schließlich ist er ein WM-Teilnehmer hier gewesen. Und ja, und damit die der Gruppensieg an Danilo Radunovic. Und Simone braucht das 5-1, braucht das 5-2. Das 5-0 ist schon weg. Absolut Center hat sie die Weiße gelegt, also genau auf den Kopfpunkt. Und leider ein bisschen rechts getroffen. Weißer geht ab. Ball in Hand für Bernhard Kuckertz. Keine leichte Partie, die da liegt. 1-2 mag noch lösbar sein. Aber bei der 2, man muss ja genau da, nicht zwangsläufig, aber wahrscheinlich zwischen 5 und 2 durch. Dann bleibt nicht allzu viel Winkel an der 2. 9 ist noch in der Nähe. Er lässt die Weise gegen die 2 laufen und hat nicht den Winkel, den er braucht, um rüberzukommen zur 3. Versucht es mit Gewalt, ein Gewaltstoß mit hoher Präzision. Klasse getroffen. Und Bernhard Kuckertz. Und jetzt? Kann man daraus einen Safe basteln? Man kann. Bernhard Kuckertz bastelt einen Safe hier aus dieser Situation. Das sieht manchmal so einfach aus, aber es ist gar nicht so leicht, das wirklich durchzuführen. Man braucht hier eingeblendet, sehen wir unseren Gruppensieger, der sich schon seinen verdienten Preis gönnt vom Grill, ja, Danilo Radunovic. Wird das richtig ausgesprochen? Ja, Danilo Radunovic hier beim Feiern seines Gruppensiegs. Direkt in der Busch-Billiards-Sports-Ecke hier. Und schon ist er wieder weg. So, was ist passiert? Ich hab's wieder verpasst. Offensichtlich legaler Stoß, kein von Simone. Gut aus dem Safe rausgekommen, hinterlässt allerdings eine Kombination. Und jetzt kommt ein entscheidender Ball hier. 3-4. Das ist der Schlüsselball für dieses Match. Eine akkurate Position auf die 4, das wäre es. Hier sehen wir an der Bar hier zur Linken, das ist der Visitor.